Jawoll! Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Ja, wir brauchen auch langsam eine neue Waffe. Erst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Der kam. Ich rück mal vor. Okay, Munition haben wir genügend. Boah, das ist ja schon brutal. Ich glaube, das sind ja unsere Flugzeuge. Ist eigentlich, obwohl, nee, kann ja nicht sein, den hätten die ja darauf geschossen. Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Sie visierten Matthäus Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Ja, sehr schön, sehr schön. Das geht ja hier ab. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Die ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn, aber ich musste Matteo beschützen, also hielt ich die Stellung. Oh, oh, Bomber bei uns. Okay. Das war nicht so gut gelaufen, aber wir versuchen es doch mal. Da habe ich zu spät hinter uns geguckt. Das muss man sagen. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Oh, oh. Jetzt haben wir schon wieder verloren. Jetzt habe ich nämlich die andere Seite außer Acht gelassen. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Oh, 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 oh.
Wow, wow, wow. Das geht ja hier ordentlich ab. Alter Falter. Harter Schnitt leider. Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar. Da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. Ach du heiliger Bimbam. Aber warum leben die denn noch? Begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Von wo? 5%! Oh, 5% Leben. Ach, das ist ja Mist. Von hinten kam auch noch einer. Das ist ja ganz hinterhältig. Also ich erschieße niemanden von hinten. Na gut, dann auf ein neues. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. Also begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Ah, von irgendwo schießen die wieder.
die Waffe ist nicht die beste, muss man schon sagen. Bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Okay, mit den Waffen ist natürlich ein bisschen eine Haftmine. Okay. Wehe durch. Nicht gut. Ach, verdammte Axt im Wald. Wie hart ist das denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das haben wir jetzt schon 20 Mal gelesen, übertrieben gesagt. Das ist ja jetzt krass. Jetzt zieht das Spiel von Schwierigkeitsgrad irgendwie an, gefühlt. Oh, holla die Waldfee. Sonst kann ich 1000 Schuss einstecken. Klar, ich hatte vorher die Panzerung, aber... Wir konnten sie hören, bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Holla, die Waldfee. Ja, ich helfe dir, wenn mir geholfen ist. Solange die Lage so unsicher ist, kann ich eh niemandem helfen. Verdammte Axt im Wald, was ist das für ein Scheiß, ey? Ja, ich hab's schon gelesen. Wunderbar, das freut mich. Oh. Wir konnten sie. Oh, jetzt fange ich wieder von vorne an, oder was? Alter, Falter. Super, das ist ja echt super. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Waffe ist auch Schrott, die ich habe. Ja gut, wir werden, wenn es so weitergeht... Ja, die Panzer, das ist super. Ich bin gleich tot, mein Junge. Dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ich
verstehe auch nicht, von wo die schießen. Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. Verdammte Axt im Wald, wirklich. Meine ganzen Jungs sterben. Drecksau. Und nochmal zurück. 3%. Wunderbar. Nein, ey, dieses scheiß Spiel. Verdammte Axt, jetzt geht's mir um auf den Pisser. Ja, sorry, aber ist doch so. Es kann doch nicht sein, was das für ein scheiß Spiel. Jetzt muss ich das nochmal machen, oder was? Oh. Ich spreng mich einfach selber in die Luft jetzt. Dann ist der Fall gegessen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Ey, das ist ein Scheiß, ey. Ich bin eigentlich Frontkämpfer. Wenn ich schon solche Spiele spiele, will ich an der Front sein. Hier darf ich scheinbar nicht. Ja gut, ich bleib einfach hier hinten und verteidige. Von wo? Krieg ist doch scheiße. Ey, wie viele gibt's von denen? Hallo?